Jeder ist eine Stadt, liebe Schwestern und Brüder, so haben wir gestern gesagt, beim Weinen Jesu über Jerusalem. Es ist die gleiche Handlung, die gleiche Zeit, die Fortsetzung dieses Evangeliums, wenn wir heute sagen müssten, alle sind ein Haus, alle sind ein Tempel. Auch dieses Wort ist nicht eingeschlossen in die historische Situation, sondern gerade dieses Wort ist ein Wort über uns, die wir sein Leib und Tempel des Heiligen Geistes sind, ist ein Wort über seine Kirche. Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Das gilt nicht nur für die Kirchengebäude. Natürlich, sie sind ein sichtbares Zeichen. Was soll man in einer Kirche anders tun als beten? Ich weiß, diese Frage wird heute sehr unterschiedlich beantwortet. Mit sehr zweifelhaften Antworten teilweise auch. Aber es ist zu einfach, es dabei zu belassen. Wir müssen die Frage an uns heranlassen, an unser Lebenshaus, ob wir als Getaufte, als solche, bei denen Christus eingekehrt ist, wie bei Zachäus, ob unser Lebenshaus ein Haus des Gebetes ist. Diese Beobachtung hängt eng mit dem zusammen, was Paulus uns im 1. Thessalonikerbrief sagt: Betet ohne Unterlass. Man hört immer schon gleich die Einwände, wenn man dieses Wort zitiert. Ja, aber das kann man nun wirklich nicht machen. Okay, wenn es hochkommt beim Mittagessen und dann morgens und abends, das ist ja schon eine super Leistung. Aber wie, ohne Unterlass? Wir müssen unser Leben, liebe Schwestern und Brüder, zum Gebet machen. Es ist nicht von ungefähr, dass große Teile der Christenheit unablässig zu beten versuchen. Und zwar indem sie arbeiten. Sie machen nicht eine große Pause und müssen einen anderen Ort aufsuchen und fahren wohin und sagen so, und jetzt beten wir. Wir machen immer einen Staatsakt aus allem. Statt das Leben durch das Gebet formen zu lassen, es umwandeln zu lassen, dass uns das Leben, das Gebet so eingeht wie der Atem. Deshalb ist es eine der ältesten Techniken, den eigenen Atem, ohne Atem geht es nicht. Und genauso sagen uns die alten Lehrer schon, ohne Beten geht es nicht. Also jeden Atemzug zum Gebet zu nutzen, zu einem kurzen Gebet und sei es nur der Name Jesu, der mit diesem Atem eingesogen wird, damit er unser Haus belebt. Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, auch unser Lebenshaus, unser Leib, unsere Existenz ist sein Haus. Wir haben ihm in der Taufe alles übergeben. Es gehört ihm. Also bitten wir ihn unablässig, dass er dieses Haus auch bewohnt, dass er es beseelt, dass er es beglückt mit seiner Anwesenheit. Damit uns nicht die andere Beobachtung des Evangeliums trifft. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht.